Menschen, denen die Blutgruppe 0 vermacht wurde, sind in der Regel sehr selbstsichere und selbstbewusste Menschen. Das liegt laut vielen Wissenschaftlern in den jeweiligen Genen und hat nichts mit horoskopischen Gedanken zu tun. Wenn man dieser Blutgruppe angehört, hat man das unglaubliche Privileg, selbst als Spender für jeden anderen Menschen in Frage zu kommen. Doch jedes Privileg birgt auch Gefahren. Betroffene sind nämlich anfälliger für bestimmte Krankheitsverläufe und müssen dementsprechend auch mehr und genauer auf ihre Gesundheit achten. Krebserkrankungen und Schilddrüsendefekte treten häufiger auf und da diese Menschen mit einem ohnehin schon geschwächten Immunsystem kämpfen müssen, erliegen viele diesem Schicksal. Laut einigen Forschern sollen Menschen mit der Blutgruppe 0 auf Alkohol und Zuckerkonsum verzichten, regelmäßig Sport treiben, aber sich nicht gleich übernehmen.